Das tolle Herbstwetter nutzten die Mitglieder des Popershauer Karnevalsvereins nicht nur, um auszuspannen und für neue Ideen zum Programm, sondern fleißig im Marienberger Ortsteil zu sein. So wurde rund um den Steinbruch gewerkelt. Was genau gemacht wurde, hat uns Kathleen Neumann berichtet. Ja, wir reparieren jetzt unseren Steinbruch-Rundweg für unsere Halloween-Wanderung. Die Männer sind hier fleißig am Geländer bauen. Das sind jetzt die letzten Züge, die hier vonstatten gehen. Reparieren heißt, ihr habt das sonst öfters gemacht oder schon öfters benutzt? Wir haben den Weg früher häufig schon verwendet für unsere Halloween-Wanderung, konnten den aber nicht mehr nehmen, weil es eben zu gefährliche Stellen gab. Und die werden quasi jetzt wieder in Stand gesetzt? Richtig. Nun, habt ihr davon gesagt, die Männer bauen hier und die Mädels haben doch auch irgendwas gemacht, oder? Ja, die haben die Halloween-Wanderung dann vorbereitet. Die einzelnen Stationen haben wir uns alle zusammen ausgedacht. Und wir haben heute die Frauen, Zubehörteile gebastelt und so ganz gruselige Gestalten vorbereitet, die dann überall hier zu finden sind. Sag das gerade, es wird gruselig, wirklich richtig gruselig? Ja, man sollte schon straffe Nerven mitbringen, ansonsten fürchtet man sich schon. Wir haben für unsere ganz, ganz kleinen Kinder, denen wird es noch nicht zutrauen, auch so eine Angsthasenwanderung vorbereitet, wo sie dann mehr Lampionumzug machen. Aber für die Großen wird es schon richtig zum Fürchten. Für die Großen, ab welchem Alter? Ja, so ab 10, 12 Jahren, denke ich, ist es schon für die Kinder denkbar. Die Eltern können natürlich auch mitgehen, um da noch ein bisschen zu unterstützen. Aber mal Hand aufs Herz, die 10 bis 12 Jahre haben doch immer eigentlich ein bisschen eine große Kusche dabei, oder? Ja, manche werden dann auch ganz schön kleinlaut. Was gibt's noch zu tun? Also ihr seid heute unterwegs, gibt es noch mehrere Tage, wo ihr hier am Werkeln seid? Ja, also wir werden jetzt noch unsere Plakate kleben, die kommen dann nächste Woche, werden die im Stadtgebiet verteilt. Und die Woche drauf werden wir dann schon den Weg präparieren und vorbereiten für den 30., wo es dann losgeht. Viele Helferlein waren in dem Areal zu finden. Schön zu sehen, dass auch viele junge Leute mit dabei waren. Na gut, wir haben uns heute mal das schöne Wetter zunutze gemacht, hier mit anzupacken. Ist halt Vereinsarbeit, ab und zu versuchen wir uns da einzubringen, was zu tun. Und ich finde es ganz toll, dass hier die Halloween-Wanderung bei stattfindet und dass das so verschönt wird. Und auch die jüngeren Damen sind dabei und das auch gerne. Ja, natürlich. Und zwar muss ja auch die jüngere Generation mal mit anpacken und dass das auch am Leben erhalten wird, unser Verein. Und ja, das finde ich ganz toll. Ja, heute machen wir unsere Halloween-Fete hier in unserem Vereinshaus. Vorher ist mit den Kindern Halloween-Basteln und danach geht es auf die Gruselwanderung durch unseren Wald, unseren schönen renovierten Steinbruchweg entlang. Wie kam es denn eigentlich, dass diese Gruselwanderung wieder ins Leben gerufen wurde? Also zum Ersten findet die so alle 2 Jahre statt. Besonders ist dieses Jahr, dass wir um den Steinbruch wieder wandern können. Das war ein Weg, der sehr abschüssig an manchen Stellen ist und wir mussten den erst ein bisschen herrichten, damit wir wieder dort lang gehen konnten. Und der hat ganz viele schöne Ecken, wirklich gruselig, die man gruselig herrichten kann. Und da hoffen wir, den Leuten macht es sehr viel Spaß. Was erwartet denn die kleinen und großen Besucher? Naja, erstmal haben wir natürlich viele Deko-Elemente im Wald verteilt, die schon ihren Teil tun werden. Und dann machen ganz viele von unserem Verein, unsere Mitglieder, stellen eine gruselige Gestalt dar und erschrecken die Leute dann so richtig. Wie viele Leute sind eigentlich an diesem Projekt beteiligt? Also im Verein sind ungefähr so 65 Personen, haben aber gut 20 Kinder, von denen sind jetzt nicht, die sind eher hier, um sich zu gruseln oder um zu basteln. Und die Erwachsenen sind natürlich alle mit dabei. Hinterher gibt es dann noch eine große Disco und dann stehen die hinter der Bar oder machen Einlass, sorgen fürs leibliche Wohl. Steht bereits schon fest, ob diese Wanderung im nächsten Jahr wieder stattfindet? Also im nächsten Jahr nicht, wir machen die alle 2 Jahre. Weil das einfach so der Rhythmus ergeben hat. Nächstes Jahr machen wir mit beim Bergfest in Borsau. Da werden wir vielleicht auch so in Richtung Grusel was vorbereiten. Das wissen wir nicht so genau, das ist noch ein bisschen geheim. Und ansonsten bereiten wir natürlich unseren Fasching wieder vor. Wann wäre dieser? Also wir fangen an am 17.11. mit unserem Kappenfest und dann werden die Termine für das nächste Jahr im Februar, März bekannt gegeben.
Du musst mal richtig rangehen. Ja, so. Oh, die ist so gemein. Die ist gemein, oder? Ja, Menschen sind da. Sie kommen am Einlass zum Labyrinth. Wir werfen um euer Einbrechen. Wer will, wer will? Hallo! Werfle! Um deine Seele! Oh, deine Seele gehört Lucifer! Lucifer! Ja, kennst du Lucifer? Sag doch, Würfel! Hier geht's ins Labyrinth! Okay, Guido, kommen Sie mit? Ich? Ja! Grusel mich doch nicht vor diesem Mist. Wer spielt ein Spiel mit mir? Was war denn am schlimmsten? Der Sensenmann und der Ende davon ein bis ja, zum anderen. Ja, der komische Geister. Ja. Kettensäge. Ja, Kettensäge. Bei dem mit den Kettensägenmann. Aber ich wollte den ja bloß Hallo sagen, aber der ist einfach so weggerannt. Ich fand wohl auch gut, der Kettensägenmann war. Das fand ich gruselig, weil der hat einfach nur, weil der ist hinter der Fichte einfach so rausgekommen und hat die Kettensäge gleich so auf uns losgemacht. Ich fand es am gruseligsten mit der Kettensäge und dann ist noch jemand auf mich zugerannt.